Gestern bin ich wieder reihenweise auf den Begriff gestoßen, postfaktisch, auch postfaktisches Zeitalter. Meine erste Frage natürlich, wann war dann das faktische Zeitalter? Das muss ja davor gewesen sein. Warum habe ich nichts davon gemerkt? Wahrscheinlich, weil ich zu doof bin, Fakten mitzukriegen und zu verstehen. Und mich über Fakten weiter zu bilden. Aber mit etwas, was ich nicht irgendwie an Logik hält, an Kausalitäten, wo einfach nur behauptet wird, es sei etwas so und du musst das jetzt glauben, du musst das hinnehmen, du musst das akzeptieren, damit komme ich schon gleich überhaupt nicht zurecht. Dann doch lieber Fakten, die so unglaubliche Zusammenhänge haben, dass es mir zu kompliziert wird und ich dann nichts verstehe. Wenn jemand so viele Argumente zusammenträgt, dass es mich überfordert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich Gedanken gemacht hat, groß. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er viele Argumente selbst erst einmal gesucht, gefunden, verarbeitet hat und das fördert mein Vertrauen. Postfaktisch ist ja nun ganz easy, ultra easy. Weil da muss ich jetzt nichts verstehen. Da kann ich einfach mit jubeln. Das ist wie beim Fußball. Ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber wenn die Deutschen ein Tor schießen, dann jubel ich mit und sage, gut gemacht. Die Frage ist natürlich, was hat etwas, was ich erst gar nicht verstehen muss, Gutes für mich. Was bringt es mir? Ja, es bringt mir zum Beispiel, wieder beim Fußball, ein paar Leute, die auf dem gleichen Club stehen wie ich. Jeder ein bisschen aus irgendeinem anderen Grunde, aber wir sind eine Einheit, wir sind Kameraden, wir können auch mal zusammen einen saufen gehen. Wir halten auch zueinander. Wenn uns jemand anpöbelt, der kann 10.000 Mal im Recht sein, dann hat er Pech gehabt, weil dann sind wir zu 4, zu 5, zu 10 da. Und dann kann er mal schauen, wo er bleibt. Wenn ich sage, ich glaube was, dann ist das schon Ende jeglicher Diskussion. Wenn ich sage, ich vermute was, wenn ich sage, ich denke, wenn ich sage, es könnte ja sein, oder ich gehe mal davon aus, dann hat mein Gegenüber immer eine Chance zu intervenieren und zu sagen, also ich gehe eben nicht davon aus, ich denke da ganz anders, ich vermute und spekuliere da auch ganz anders oder mein Bauch sagt mir was anders, nehme ich das und das und das und das. Und wenn er noch clever ist, erklärt er mir auch warum. Hat einen Hintergrund, hat einen kausalen Zusammenhang. Und dann kommt Schwung
ins Gespräch. Dann muss mein Gehirn nämlich anfangen zu arbeiten. Es muss anfangen, etwas zu tun. Und das soll ja bekanntlich fit halten, beziehungsweise wenigstens zu starken Abbau der grauen Zellen verhindern. By the way, ich wünsche mir Freunde, die mir in der Not helfen, aber ich wünsche mir nicht einen einzigen Menschen, der mich verteidigt, wo ich mich ins Unrecht gesetzt habe. Gut, wenn es jetzt um meine körperliche Unversehrtheit geht, dann tritt die Notwehrsituation in Kraft, dann habe ich nichts dagegen, wenn sich jemand auf meine Seite schlägt, um einfach dafür zu sorgen, dass meiner Gesundheit nichts passiert oder gar an meinem Leben, aber es kommt ja so oft nicht vor. Kann schon mal passieren bei meiner großen Klappe. Und ansonsten muss auch jemand nicht unbedingt meiner Meinung sein, um mein Freund zu sein. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Ich kann es nicht oft genug sagen. Am liebsten habe ich es, wenn mir widersprochen wird. Immer wieder die gleiche Erkenntnis. Widerspruch bedeutet weitermachen, weiterentwickeln, weiter nachdenken, nochmal probieren. Verbessern, schauen, was stimmt da nicht, schauen, wie muss ich anders rangehen. Widerspruch ist die Chance zum Lernen. Also, wenn jemand mir widerspricht, wenn jemand anders redet und ich lasse ihn nicht ausreden, und widerspreche ihm gleich, na, das ist keine Chance zum Lernen. So funktioniert es nicht. Ich muss schon das, was er sagt, erstmal reinlassen in meinen Kopf. Und das reicht noch nicht einmal. Ich muss dann ernsthaft und ehrlich drüber nachdenken. Und da habe ich noch einen letzten Tipp. Wenn du über irgendwas, was einer sagt, nachdenkst, dann wird das nicht viel bringen, wenn du davon ausgehst, alle Menschen denken gleich, also muss der auch gleich denken, und zwar gleich wie wer, naja, wie du natürlich, weil das Denken der anderen kennst du ja eigentlich genau genommen gar nicht. Du kennst ja genau genommen nur dein Denken. Also, Fazit von dir auf andere schließen. Viel, viel, viel Glück dabei. Also kluge Männer machen das nicht. Schlagwort zum Schluss habe ich auch diese Tage gehört. Von verschiedenen Seiten. Wir sind nicht, was wir sind, sondern wer wir sein wollen. Also wir inszenieren uns. Und unser Gegenüber ist in unseren Augen auch nicht der, der er wirklich ist, sondern das ist auch hauptsächlich der, den wir sehen wollen. Wir interpretieren ihn uns zurecht, so wie wir ihn sehen wollen. Das da war schon immer ein Arschloch und deswegen kann er sagen, was er will, egal. Meine Meinung
Unverrückbar. Er war ein Arschloch. Er ist ein Arschloch. Das Arschloch wird er immer bleiben. Und tschüss. Und tschüss.